Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rollercoaster Tycoon 3. Mit mir. Und wir spielen das Szenario 3, Karriereflagge. Man sieht ja schon, hier ist eine Go-Kart-Strecke. Und ja. Ist halt der Rentenischgallen, ist wieder Western-Thema. Und wir haben eine very important person namens Clint Bashton. Der kommt jedes Jahr am der kommt halt immer und will mit einer Achterfahrt von mindestens 6 Erregung gesetzt. Wir haben gut Kohle am Anfang. Wir haben keine Darlehen, können auch keine Darlehen aufnehmen. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir aktuell haben. Was wir haben, sind zwei Kartstrecken, zwei gigantische. Und nicht unbedingt viel Platz. Also wir haben halt auch nur begrenzt Platz. Und naja. Welche Achterbahnen haben wir denn überhaupt? Mit dem hier sollten wir eigentlich baumelnde Beine. Ja, den könnten wir bauen. Die hat auch genug. Der hat auch genug. Hat auch genug hier. Was haben wir denn hier? Revolverheld. Okay. Ist halt sehr schmal und sehr lang. Ich möchte eigentlich eine eher kompakte haben. Ja? Wir nehmen einfach mal den hier. Das sieht ganz geil aus. Gut, das hat jetzt nicht so wirklich geklappt. Bauen. Ja, ich bin irgendwie auf Abbrechen gekommen. Spiel. Ich hab was gehört. Ah. Oh je. Okay. Das Terrain macht mir gerade einen kleinen. Nö. Ich wäre dafür, dass wir es irgendwie so nehmen. Es soll halt auch nicht am Arsch der Welt sein. So, da hinten steht das Ding jetzt. Ist ja doch jetzt irgendwie am Arsch der Welt. Und zwar nicht nur ein wenig, sondern ziemlich krass am Arsch der Welt. Aber das kriegen wir hin. Das schaffen wir easy. Alles klar. Ah, oh lol, hier geht ja die Kartstrecke direkt an vorbei. So, und dann hier kommt direkt die Anstehschleife. Jetzt ist das Windrad im Weg. Ist jetzt die Achterbahn, die Kartbahn. Warte mal, dann kann ich hier eigentlich auch. Oh Gott, ist das hier. Sollte aber von der Höhe eigentlich jetzt passen, oder? Hier haben wir sogar noch eins höher. Kriegen wir hin? Okay, das kriegen wir hin. So. So.
So. Okay. Ah, Ziele, Route. Alles klaro. Als nächstes müssen wir dann nur noch einrichten, dass wir, also als erstes mal, wir müssen schon das Zentrum vom Park natürlich hier hinten hinlegen. Vielleicht haben wir auch ein paar Transportbahnen. Okay, wir haben keine Transportbahnen, das ist jetzt natürlich etwas blöd, dass wir das nicht haben, weil die Transportbahnen wichtig sind. Ach so, die Position ist zu hoch. Mensch, haben wir doch mal gar keinen Bock drauf. Gut, das ist nur minimal gefailt. Okay, nee, den Ausgang muss ich hier hinbauen. Und jetzt kann ich hier den Weg eins runter. Die müssen jetzt hier eigentlich ankommen, dass Dinge benutzen können. Sind auf dem Weg gelandet, dann passt alles. Gut. Das haben wir dann schon mal geschafft. Wir haben noch ein Trampolin. Wo setzen wir das denn jetzt hin? Jetzt Sachen. Ah, jetzt ist das natürlich zu hoch. Ist ja klar. Machen wir das aber zumindest so, wie es hier anscheinend eh überall ist. Western Ausgang, Western Zaun, Western und öffnen. Okay. Jetzt hat natürlich erstmal Sheriff Balloons. Wichtig, es geht hier unter anderem drum. Okay, das war eins zu hoch. Nee. Das hat gepasst. ...250 Stände synchronisieren. Easy. Dann gibt es natürlich noch Westernhüde, bei denen wir hier natürlich 3 Euro pro Stück gehen. Wenn so ein stylischer Hut 3 Euro geht schon. Das gleiche klatschen wir dann nochmal nach vorne hin. Alles klar. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Oh, außerdem brauchen wir noch einen Mechaniker. Eine Reinigungskraftfach. Ausbilden. Perfekt. So.
so ein 100er doch laden gewinnen ist gar nicht mal so leicht. Wieso sind die Ballons zu teuer? Studieren zu nein, ich drück immer ESC, das ist ein Fehler. Denken die sich wirklich, die Objekte sind zu teuer? Das sind überhaupt keine Gedanken. Na gut, 81 immerhin schon. Wir sind zumindest schon mal halbwegs nah dran. Okay. Heißt, wir kommen halbwegs hin. Hoffentlich. Wo war ja? Na, viel Gewinn machen wir jetzt nicht wirklich. Nur 20 Euro noch Ladenverkäufe gemacht. Das ist nicht viel. In einer Woche kommt ein VIP. Okay, die sagen zumindest ein bestimmter Preis, das ist ganz gut. Aber definitiv. Nein, ich möchte das so machen. Ja Gott, wie ging das denn? Ein VIP ist angekommen. Das ist ja mal schön. Ich glaube, hier ging das. Also, die kann ich jetzt halt alle auf einmal Status. Ah, kann ich jetzt alle hier schließen? Ja, super. Also natürlich muss man lange anstehen. Die fahren ja auch schnell. Also die Strecke ist ja auch relativ lang. Okay, wir sind zumindest schon mal der sicherste Park. Gott, wieso haben wir eigentlich so wenig Eintrittspreis? Es geht besser. Oh Gott. Gesamter monatlicher Ladenmüll kann jederzeit erfüllt werden. Das ist schon mal gut. Weil das Ganze nicht konstant sein muss. Wenn es konstant sein muss, hätten wir ein Problem. Weil da bräuchten wir so viele Leute permanent fluktuierend in diesem Park. Was echt extrem ätzend ist, dass du da jeden Monat irgendwie 200 Scheißdeck verkaufst. Weil Essen braucht ja jeder, aber. Okay, dann bin ich schon nach Hause. Aber ich dürfte den VIP eigentlich beeindruckt haben, denke ich mal. Wenn das geschafft hat, mit der Achterbahn zu fahren. Okay, hinter dieser Menschentraube gehen sie alle her. VIP hat den Park verlassen. Okay, der VIP ist schon mal zufrieden. Hürde 1, die geringere Ding ist genommen. Weil die Achterbahn, die bleibt ja bei diesem Erregungswert. Das heißt, mit der Achterbahn haben wir bereits gewonnen. Die ist schon mal sehr, sehr gut. Brauchen wir jetzt einfach mal ein paar Attraktionen. Mehr Leute allgemein in diesen Park reinzubringen. Damit mehr Leute unseren sinnlosen Merch kaufen, den wir hier so anbieten.
um unsere Szenario-Ziele erfüllen zu können. Ist schon doof eigentlich. Kann man aber tatsächlich nichts anderes tun. Forschung. Voll. Szenerie weg, Wege weg, weg. Weg. Okay. Das Ding ist, wir können ja irgendwie nur Achterbahnen bauen, weil wir ja überhaupt keine anderen Attraktionen haben. Was eigentlich relativ doof ist. Finanzen, Finanzen, Finanzen. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es jetzt schon riskieren können, die Geschäfte dann aufzumachen. Auf jeden Fall würde ich aber vorher vorschlagen, dass wir nochmal die ganze Ausrüstung hinbauen. Runter. Easy. So, einfach damit es quasi überall diesen Scheißdreck zu kaufen gibt. Und dann gehen wir jetzt schon mal. Also hier sehen wir übrigens auch alle Sachen, die wir haben. Und hier. Wöchentlicher Gewinn. Ja, das ergibt Sinn. Und sobald es jetzt hier am 31. August ist, hauen wir die Teile auf. Und beobachten jetzt ganz schnell unsere Finanzen. Schon jetzt, allein jetzt schon haben wir an einem Tag. Oder? Ja, Alter. Wenn wir das diesen Monat nicht schaffen, ey, ich sag's dir. Also es ist schon kompliziert. Und komm schon. Ja. Nein. Wie? Ja, wieso? Wir sind doch schon über 100. Muss ich da erst den Ende des Monats abwarten? Ach komm. Wie man da sieht, je weniger Leute im Park sind, die den Scheiß schon haben, desto mehr wird er gekauft. Alter, wir kommen am Ende jetzt sogar schon über die Scheiß 200 rüber. Ist das ätzend. Na, großartig. Okay, das ist jetzt echt ein wenig fail gerade. Okay, also auf die 200 kommen wir noch nicht, dafür haben wir zu wenige Kunden im Park. Doch wir kommen auf die. Nee, kommen wir nicht. Als ob wir das jetzt nochmal machen müssen. Schieß den Scheiß. Oh Mann, ey. Ist doch ätzend. Alles klar hier. Okay. Kann mir jemand erklären, warum wir hier in diesem Monat? Okay. Gut.